Hallo liebe Leute, da spricht wieder der Christian und ich bin gerade so gut im Fluss. Ich nehme hier gerade eine Menge Videos auf rund um Lightroom und Lightroom Tutorials und da möchte ich euch auch noch dieses Bild zeigen, wie ich dieses Bild bearbeite. Ihr seht jetzt gerade im Augenblick das RAW, so wie es aus der Kamera kam und ja, das ist auch aus Salzburg aufgenommen. Das ist also der Fußweg sozusagen zur festen Hohen Salzburg hinauf. Und wie ihr seht, das Bild ist schief, das Bild hat jede Menge Bildstörungen, die Burg kommt perspektivisch verzerrt daher und so weiter. Also auf den ersten Blick ist das jetzt nicht besonders attraktiv, aber man kann einiges daraus machen und das möchte ich euch hier mit Lightroom Classic zeigen, wie ich das angreifen würde. In meinem vorigen Video habe ich ihm dem Ganzen einen gewissen Farblook verliehen und diesen Farblook würde ich hier auch anwenden, damit wir hier annähernd die gleiche Bildsprache haben. Also wer mein anderes Video aus Salzburg noch nicht gesehen hat, der sollte sich das auch ansehen. Und um dieses Bild zu bearbeiten, fangen wir genauso an wie im ersten Video. Wir haben auch hier wieder ein 28 mm Objektiv, Blende 4, 800stel, okay. Alles gut an einer Sony Vollformat, alles gut. So, im Entwicklungsmodul beginne ich mal, Effekte lassen wir mal heraus, gibt es keine, aber das Objektivkorrekturen sind angeschaltet. Ihr seht hier massive Objektivkorrektur, die Lightroom hier durchaus, also diese selbstständig ausführt, kommt daher, dass dieses Objektiv nicht das Gelbe vom Ei ist, aber es ist sehr klein, leicht und gerade für so Städtetrips sehr, sehr gut geeignet. Die chromatische Aberration entfernen nehmen wir noch dazu. Und dann geht es eigentlich vorzugsweise um das Transformieren, also sprich um das Ausrichten des Motivs. Das ist jetzt gar nicht mal so leicht. Also wenn ihr das jetzt beginnt, hier händisch zu drehen, ja, das läuft das ist irgendwie anders aus dem Bild. Ne? Also es ist nie irgendwie besonders richtig. Nur drehen wird nicht genügen. Das heißt, wir müssen hier eine perspektivische Korrektur vornehmen, hier mit dem Transformieren-Modul. Gibt es verschiedene Grundeinstellungen. Also der erste und einfachste Weg ist, wir drücken mal auf Auto und schauen, was passiert. Gar nichts. Also es ist jetzt, ja, es funktioniert in dem Fall nicht, also bringt kein Ergebnis. Ebene und vertikal ähnlich bringt auch kein, machen wir das mal weg, bringt auch kein Ergebnis. Ihr seht also, das ist hier passiert gar nichts. Bei voll genauso wenig. Hier bleibt mir nur eine Möglichkeit und das ist das Korrigieren mit Hilfslinien. Das Korrigieren mit Hilfslinien, das Ausrichten mit diesen Hilfslinien ist ein ganz super Werkzeug. Aber ihr braucht im Bild zumindest zwei Linien, und zwar eine horizontale und eine vertikale. Und in dem Bild würde ich mal sagen, ich habe das hier vorne schon eingestellt, es gibt einen Fahnenmast und da gehe ich mal davon aus, dass der senkrecht ist. Also den kann ich nehmen. Und das Zweite ist, ich nehme hier diese Krone mit den Zinnen hier oben und gehe davon aus, dass die in der Waage ist. Und wenn ich das tue, dann steht, also seht ihr hier, zwischen der Variante, also sprich aus der Kamera und mit Hilfslinien, dann ist das jetzt einmal ausgerichtet und der Weg ist auch gerade und so weiter. So, also das ist mal wichtig, sonst kommt das überhaupt nicht richtig auf uns zu, das ganze Teil. So, wir machen ein bisschen Color Grading. Wir haben, wie gesagt, wie im ersten Video schon genannt, ein bisschen Blau, ein bisschen Gelb. Wer das noch nicht gesehen hat, dem würde ich das empfehlen, dass er sich das ansieht, bevor er hier weiterguckt. Dann versteht er auch, was wir hier tun. So, HSL greifen wir mal nicht an. Die Kontraststeuerung, ja, würde ich auch gar nicht angreifen. Lassen wir hier mal weg. Und wir sind schon in der Belichtungssteuerung, also in unseren grundlegenden Elementen. Ihr seht auch, das Licht ist nicht besonders gut. Das ganze Bild ist etwas flau. Es ist nicht besonders kontrastreich. Liegt einfach an der Tageszeit, wo es aufgenommen wurde. Darum gebe ich jetzt hier mit dem Dunst entfernen ein bisschen was dazu, dass sich eben der Dunst entfernt. Und jetzt haben wir verschiedene Bildelemente. Wir haben den Himmel, wir haben das Hauptmotiv, also das Schloss, die Burg. Wir haben hier den Vordergrund mit, oder ja, den Vordergrund mit dem vielen Grün. Wir haben die Menschen hier noch, die müssen wir noch irgendwie beseitigen oder wir lassen sie drin, das ist in Ordnung. Und wir haben hier noch ein paar Bildstörer, wir haben hier Schatten drin, wir haben einen hässlichen Weg und so weiter. Also es sind verschiedene Bildteile, über die man sich Gedanken machen muss.
Wir fangen mal ganz oben an und nutzen die automatische Maskierungsmöglichkeit, die es jetzt in Lightroom 11 gibt, um den Himmel zu maskieren. Also der Himmel ist mir ein bisschen zu hell, ein bisschen zu langweilig. Hier beginnen wir mal, den Himmel ein bisschen runterzuziehen, hier die Lichter zu reduzieren, vielleicht auch die Belichtung etwas zu reduzieren, dass das Ganze ein bisschen satter daherkommt. So. Zweites Thema ist der Vordergrund, also jetzt hier diese Elemente. Ich finde das nicht besonders apart, wenn der Vordergrund hell ist, dann wird es wieder dunkel, dann wird es wieder noch dunkler, dann wird es wieder heller. Also das Auge ist etwas verwirrt von diesen ganzen Helligkeiten. Und hier habe ich, oder würde ich eventuell den Weg gehen, dass ich sage, ich mache eine neue Maske, eine Pinselmaske, einen relativ großen Pindel, ihr seht ihn jetzt gerade hier so, und ich maskiere mir mal so den ganzen Vordergrund hier, oder große Teile des Vordergrundes, und ziehe den mal ein bisschen runter in der Belichtung, oder sogar so ein bisschen krasser. Jetzt habe ich schon mal dieses Geländer, das knallt nicht mehr so raus, da könnte man dann noch eine eigene Maske drüber machen. Ist schon mal besser, weil es nicht zu stark hell im Vordergrund ist. Also das mag ich meistens nicht. Ich mag gerne, dass das Auge auf den hellsten Punkt hinsehen kann und der hellste Punkt sollte dann auch das Hauptmotiv sein. So, was ich hier auch noch machen würde, ist mal den Beschnitt gleich mal anpassen. Man kann natürlich diesen Kanaldeckel retuschieren, aber wenn ich es mit dem Beschnitt auch lösen kann und gut damit leben kann, dann ist das auch völlig in Ordnung. Ich habe das Thema Kanaldeckel auch schon erledigt. So, dann, ja, was könnte man noch machen? Die Gesamthelligkeit des Bildes ein bisschen vielleicht nochmal reduzieren. Hier die Lichter mal ein bisschen retten, Tiefen hoch, Weiß ein bisschen dazu, dass es wieder schön strahlt und so. Also das wäre es eigentlich jetzt schon, möchte ich fast sagen. Um diese Bildstörer, zum Beispiel dieses Hausdach hier, diese Laterne, vielleicht auch den einen oder anderen von den Personen, um die rauszunehmen, würde ich jetzt in Photoshop wechseln und das im Photoshop machen. Es geht einfach schneller und sauberer. Es geht auch in Lightroom mittlerweile sehr, sehr gut mit diesem Werkzeug, aber eben nicht oder noch immer nicht ganz so gut wie im Photoshop, finde ich halt. Also ich nehme euch kurz mal in den Photoshop mit und wir sind gleich wieder zurück und dann machen wir das Finale hier in Lightroom. So, und hier sind wir jetzt im Photoshop, das Fenster geöffnet. Es hat ein bisschen gedauert, aber hier haben wir jetzt dieses Bild. Und ich nehme jetzt mal ein ganz einfaches Werkzeug hier im Photoshop, nämlich dieses hier, und nehme diese Bildteile, die mich stören, einfach mal so heraus. Photoshop liefert wahrscheinlich recht gute Ergebnisse, das geht relativ flüssig, wir werden das gleich sehen. Und man kann damit wirklich sehr schnell, sehr gut arbeiten. Man kann es natürlich auch noch etwas präziser machen. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Aber das ist hier so der schnelle Weg. Schauen wir mal den Himmel, ob wir einen Schmutz auf der Linse hatten oder so. Da haben wir einen Vogel rum. Okay. So. Dieses weiße Tor oder was auch immer das jetzt hier ist, würde mich auch noch stören, weil das ein bisschen Aufmerksamkeit zieht. Also das würde ich auch entfernen hier. Wie gesagt, im Photoshop eigentlich eine leichte Fingerübung. Ja, wie gesagt, es geht noch besser, aber das ist schon mal ganz in Ordnung für ein Bild, das ich online verwenden möchte. So, in dem Fall lasse ich die Menschen sogar drinnen. Das zeigt auch ein bisschen einen Größenvergleich zur Burg. Hier vielleicht noch den Kanaldeckel raus. Hier ist auch noch ein Kanaldeckel, so weg damit. Hier haben wir auch noch so eine weiße Fläche weg. Hier vielleicht hier weg. Also das sind also diese helle weiße Punkte sind meistens sehr störend und ziehen nur Aufmerksamkeit. Diese Kanten hier im Asphalt, die kann man auch relativ gut retuschieren. So, nehmen wir das einmal so raus. Ja, das funktioniert schon recht gut. Das Ganze hat jetzt nicht so viel damit zu tun, dass das Bild jetzt sich großartig ändert oder so, sondern es ist einfach etwas weniger störende Bildelemente im Foto. Und das habt ihr, also das kann ich sehr oft beobachten, wenn ihr sehr viele Dinge habt, die die Bilder unruhig machen, dann scheut es euch nicht, die auch rauszunehmen.
Also wenn würde oder würde hier jetzt ein Abfall, eine Dose liegen oder irgendwas anderes, ein Plastiksackerl, dann nehmt es das raus. Es schadet einfach nur eurem Bildaufbau. Diese Person hier, die da so ganz leicht im Schatten ist, oder in dem Schatten von dem Baum ist, die nehmen wir auch noch raus. Dann ist das auch erledigt. Und ja, wir speichern und gehen wieder zurück zu Lightroom. Wurde jetzt zu einem PSD-File. Ihr seht, es ist hier also gesäubert. Das Licht ist weg hier, die Häuser sind weg. Die Menschen sind ja wohl noch drinnen. Okay. Und das ist es dann eigentlich auch schon. Zu guter Letzt könnte man noch etwas machen, was ich immer wieder gerne mache. Und zwar noch einen Radialverlauf anlegen, also eine neue Maske, die jetzt auf diesem Photoshop-File natürlich wirkt. So, und wir legen hier in der Mitte nochmal eine ganz kleine Helligkeitsabstufung rein. Seht ihr, wenn ich das ausschalte, seht ihr den leichten Unterschied. Das ist wirklich ganz ein kleiner Unterschied nur. Aber das Bild ist halt in der Mitte oder zum Hauptmotiv hin etwas heller als seine Umgebung und damit wird es sozusagen als Hauptmotiv leichter wahrgenommen. So, alles gut. In dem Fall ist das mein finales Foto. Hier machen wir jetzt noch eine Ausgabe. Exportieren dieses File auch noch auf die Festplatte. Das nennen wir Salzburg 2. Exportieren. Und schauen uns vielleicht nochmal ein Vorher-Nachher an. Ja, und ein kurzer Blick nochmal auf Vorher-Nachher. Das war das Ausgangsbild. Ihr seht es hier, es läuft hier ziemlich aus dem Ruder, ziemlich aus dem Horizont. Wir haben relativ viele bildstörende Elemente da drinnen. Die Farben sind überschaubar. Ja, alles klar. Vorher und hier das Photoshop-File, wie es dann final ist. Nachher, wir machen es nochmal groß. So. Gut, liebe Leute, danke für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, bleibt gerne meinem Kanal treu und fördert ihn und baut ihn auf. Es ist noch Potenzial nach oben. In dem Sinne, alles Liebe, danke fürs Zuschauen, immer gut Licht, alles Liebe, euer Christian. Tschüss und Baba.